Auch das hier zuerst. Mit, Ihn hier habt ihr mit Sicherheit auch schon mal auf Instagram oder TikTok gesehen. Hasbullah, der Ehrenbruder. Hasbullah. So ein Ehrenbruder, ich schwöre, so ein Ehrenmann einfach. Das ist Hasbullah Magomedov und er ist der momentan wohl gehypteste Internet-Superstar der Welt. Seine Videos erreichen Millionen von Klicks, er hat zahllose Follower und hängt darüber hinaus in seiner Freizeit am liebsten mit Kampfsport-Superstars wie Khabib Nurmagomedov ab und das, obwohl kaum jemand weiß, wer er überhaupt ist. Ja, wer ist er überhaupt? Erzähl's uns doch. Aber was viele wissen, obwohl der russische Teenager aussieht, als sei er 5 Jahre alt, ist er eigentlich 18. In diesem Video wollen wir euch daher die krasse Story hinter einem der erfolgreichsten TikToker der Welt vorstellen. Okay. Es erwarten euch spannende Details über... Hä, der kann kochen? Der ist doch überjung, oder? Über Hasbullah Magomedovs Vergangenheit, seltene Ausschnitte aus seinem luxuriösen Privatleben... Alright. Und eine geniale Wahrheit, die euch sprachlos zurücklassen. Ich find's voll krass, der Typ ist... Der ist 18? Ich dachte, der wäre übertrieben jung. Ich wollte ihm gerade voll die Props geben, dass er so Handy und sowas bedienen kann. Er ist 18? Hör zu, Junge, ich hab nicht zu... Es wurde gerade gesagt. Warte. Es erwarten euch spannende... Wann haben die es gerade gesagt? Wo? ...Medov ab und das, obwohl kaum jemand weiß, wer er überhaupt ist. Aber was viele wissen, obwohl der russische Teenager aussieht, als sei er 5 Jahre alt, ist er eigentlich 18. Ach so, okay, ja, steht auch im Titel, ne? Ja, dieser 18-jährige Internetstar ist im Körper gefangen eines Kindes. Ich habe nicht mal zugehört. Digga, ich mache eine Reaction und höre mir nicht mal an, was die sagen. Okay, aber trotzdem finde ich es krass, dass der... Nee, das ist ja nicht krass. Wenn der 18 ist, ist es nicht krass, dass der ein Handy halten kann. Dann ist das nicht krass. Der ist 18. Hasbullah. Ich dachte, der wäre 5 oder 4 oder 3. 40. Hä, 40? Haben mal welche gesagt. Hä, der ist 18. Das steht auf deinem Titel. Ja, ich bin auch erst 2, Digga. Bei mir sagt auch der... In diesem Video wollen wir euch daher die krasse Story hinter einem der erfolgreichsten TikToker der Welt vorstellen. Es erwarten euch spannende Details über Hasbullah Magomedovs Vergangenheit, seltene Ausschnitte aus seinem luxuriösen Privatleben und eine geniale Wahrheit, die euch sprachlos zurücklassen wird. Der vegane Burger ist so ekelhaft. Wieso esse ich den jedes Mal? Wir lüften also das Geheimnis hinter Hasbullah Magomedovs Erfolg, deshalb bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr von Hasbullah haltet. Wir sind gespannt. Bevor wir der Frage auf den Grund gehen wollen, warum ausgerechnet Hasbullah momentan so krass gehypt wird und zu einem der bekanntesten... Darf der Auto fahren? Kann der Auto fahren? Gesichter Russlands wurde, wollen wir zunächst jedoch schauen, wer Hasbullah überhaupt ist. Zwar ist über die Vergangenheit des Internetstars so gut wie nichts bekannt, jedoch weiß man mittlerweile, dass Hasbullah Magomedov 2003 in der russischen Stadt Machatschkala geboren wurde. Was auf den ersten Blick unspektakulär klingt, erweist sich auf den zweiten jedoch als wichtiger Fakt, um den Hype um Hasbullah zu verstehen. Denn obwohl viele denken, dass Hasbullah immer noch ein Kind ist... Das ist gar nicht schlimm, dass ich gedacht habe, dass der so jung ist. Ist er tatsächlich schon 18 Jahre alt. Warum er trotz seines Alters noch so extrem jung aussieht... Das ist aber nicht okay. Ein 18-Jähriger, der bei einem anderen Mann auf dem Schoß sitzt, doch, ist wohl okay. Kann man machen. Ist voll okay. Aber es ist weird, wenn man überlegt... Ich hab's vergessen, was ich sagen wollte. ...werden wir gleich noch näher beleuchten. Vorher kommen wir jedoch zurück zu seiner Vergangenheit in Machatschkala, die für seinen späteren Werdegang mindestens genauso wichtig ist wie seine Körpergröße. Machatschkala liegt nämlich in der russischen Teilrepublik Dagestan, die lange Zeit unter der damals noch sowjetischen Führung zu leiden hatte. In Dagestan leben vor allem Muslime, was in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder zu Konflikten mit der Regierung in Moskau führte. Aber nicht nur der Stolz auf die eigene Religion macht die Region Dagestan besonders.
Kaum ein anderer Fleck auf dieser Erde bringt regelmäßig so viele Weltklasse-Sportler in der wohl härtesten Kampfsportart von allen hervor. Und zwar MMA. Doch, Köln-Korweiler. In Köln-Korweiler ist es krass, was MMA-Kämpfe angeht. Ja. Genau diese zwei Dinge, also Religion und MMA, bestimmen dementsprechend das Leben vieler Dagestaner und letztlich auch das von Hasbullah Magomedov. Seit seiner Kindheit ist der heute 18-Jährige nämlich fasziniert vom Kampfsport und ahmt bis heute regelmäßig sein großes Idol Khabib Nurmagomedov nach, der mit... Hä? Heißt der auch Magomedov? Heißen die alle Magomedov? Sind die verbannt? Muss ja sein, oder? Wenn die den gleichen Namen haben? Wobei, ich bin auch nicht mit allen verwandt, die so heißen wie mein Nachname. Ja. Aber sind die verwandt? Weiß man das? Mittlerweile als wohl bester MMA-Fighter aller Zeiten gilt und ebenfalls aus Dagestan stammt. Ja, alle Russen heißen so. Ich glaube nicht, dass das ist. Junge, bei mir im Dorf hat auch jeder denselben Namen. Digga, kommst du aus dem Saarland? Alter von ca. 17 Jahren begann Hasbullah dann damit, kurze Videos von sich bei TikTok hochzuladen, in denen er bekannte MMA-Fighter imitierte und anderen Menschen kleine Streiche spielte. Guck mal, das Ding ist, wenn so ein kleiner Mann dir eine Schelle gibt, der ist ja 18, wenn der dich schlägt, dann kannst du den doch komplett eine 100% Full-Power-Schelle zurückgeben, weil der 18 ist. Oder? Darf man ja dann. Ist ja genauso, wie wenn Tobi jetzt eine Schelle gibt, dann kann ich dem auch eine Schelle zurückgeben. Ja. Oder? Ja. Also kann man den einfach wegboxen, oder? Ist legal. Ab 18, merkt euch, ab 18 darf man immer andere boxen, dann ist legal. Diese Videos gingen dann innerhalb kürzester Zeit viral, was Hasbullah dazu veranlasste, sein komplettes Leben auf die sozialen Medien auszurichten. Dürfte der zum Beispiel jetzt gegen ein Kind kämpfen, einfach? Wenn ihr gleich viel wiegt? Nein? Das heißt doch nicht, dass man jetzt seinen Opa schlagen darf, nein. Aus dem Nichts tauchten nun immer mehr Videos von ihm in den verrücktesten Situationen auf und innerhalb weniger Wochen wurde er zum weltweiten Superstar. Allerdings war das nie der ursprüngliche Berufswunsch von Hasbullah Magomedov. Seit einiger Zeit verbringt er nämlich den Großteil seines Tages mit dem Studieren des Korans, da er laut eigener Aussage eines Tages gerne ein bedeutender muslimischer Theologe sein möchte. Da er es gerade jedoch sehr genießt, von dutzenden Leuten in seiner Heimat erkannt zu werden, liegt der Fokus seines Schaffens momentan vor allem auf Instagram und TikTok. Hier wurde er nämlich zu einem absoluten Megastar, der mittlerweile auch den Lifestyle eines echten Promis lebt. Chill. Bevor wir jedoch auf das heftige Privatleben von Hasbullah Magomedov eingehen, erklären wir euch noch kurz, warum Hasbullah so aussieht, wie er aussieht und warum er trotz seiner 18 Jahre im Körper eines kleinen Kindes gefangen ist. Zwar ist die genaue medizinische Diagnose nicht bekannt, jedoch gehen Ärzte davon aus... Das ist der Arzt, der das gesagt hat, oder? Der Arzt hat das festgestellt, das ist genau der. Das ist nicht irgendein Stock-Footage-Arzt, sondern es ist genau der Arzt, der es festgestellt hat. Dass Hasbullah unter einem sogenannten Wachstumshormonmangel leidet. Ah, das hat er auch gerade erklärt, der Arzt. Bei dieser vererbbaren Krankheit kommt es dazu, dass der Körper ein wichtiges insulinartiges Hormon nach einer gewissen Zeit nicht mehr herstellt und der Körper bereits nach wenigen Jahren aufhört zu wachsen. Das gleiche passiert übrigens auch mit den Ist das sein Cock? Bändern, da sie... Stimmband, okay. sich diese durch die... Als ob die so eine 3D-Animation vom Querschnitt von einem Cock einfach haben und sagen, sein Cock ist auch nicht gewachsen. Mangelnden Hormonen nach wenigen Jahren nicht mehr weiterentwickeln, weshalb... Wie sieht ein Cock aus? Also wenn man den durchschneidet. Wie sieht das aus? So... Oh mein Gott, Bro, what the fuck? Sich selbst die Stimme von erwachsenen Menschen immer noch extrem hoch. Klippt ab zu hungriger Huger, oder? Hungriger Huger. Hungriger Huger. Hoch anhört.
Da es sich bei einem solchen Wachstumshormonmangel um eine unheilbare Krankheit handelt, die meistens jedoch ausschließlich den Körper betrifft, ist Hasbulla zwar nur einen Meter groß, geistig jedoch genauso weit wie jeder andere 18-Jährige. Wie weit ist ein anderer geistiger 18-Jähriger? Nein, wie geistig weit ist ein anderer 18-Jähriger? Das war die Frage. Zwei Meter, alles klar, danke. Was wohl auch der Grund dafür ist, dass er auf lange Sicht eine geistliche Karriere anstrebt. Kommen wir nun aber zum krassen Lifestyle, den Hasbulla seit seinen viralen Clips auf TikTok und Instagram genießen kann. Dadurch, dass sein Instagram-Profil mittlerweile nämlich über 1,5 Millionen Follower hat, ist er nicht nur als Influencer aktiv, sondern verbringt seine Freizeit gerne in teuren Autos und schicken Restaurants. Also, das ist kein schickes Restaurant, würde ich jetzt sagen, oder? Zwar ist es ihm aufgrund seiner Körpergröße nicht möglich, ohne fremde Hilfe ein Auto zu steuern, da er in seiner Gegend jedoch extrem beliebt ist, wird er immer wieder eingeladen, in den schnellsten BMW und Mercedes Sportwagen in voller Geschwindigkeit über die Autobahn zu brettern. Wie verkopft war gerade dieser Satz? Ohne fremde Hilfe ein Auto, mal genau hin, was für ein komischer Satz das ist. Auto zu steuern. Da er in seiner Gegend jedoch extrem beliebt ist, wird er immer wieder eingeladen, in den schnellsten BMW und Mercedes Sportwagen. Da er in seiner Gegend sehr beliebt ist, wird er immer wieder eingeladen, in den schnellsten BMW und Mercedes Sportwagen schnell über die Autobahn zu brettern. Was für ein Satz? Was für ein Satz, Digga? Neben dem Kampfsport, der Religion und schnellen Autos hat Hasbulla außerdem noch eine weitere Leidenschaft, um die ihn vermutlich ziemlich viele Menschen extrem beneiden. Er ist nämlich ein guter Freund von Khabib Nurmagomedov. Ich beneide ihn. Der, wie gesagt, einer der besten Athleten. Nein, der macht Sätze, die so lang sind, weil man hätte auch einfach sagen können, er fährt gern mit schnellen Autos. Aber der Satz war so, damit das Video auf 32 Minuten kommt. Der Welt und mit großem Abstand das bekannteste Gesicht Dagestans ist. Da Hasbulla nämlich aufgrund seiner TikTok-Imitation schnell den Spitznamen Mini Khabib erhielt, ließ es sich der ungeschlagene UFC-Champion nicht nehmen, Hasbulla Anfang des Jahres persönlich kennenzulernen. Seitdem scheinen sich die beiden regelmäßig zu treffen und eine ziemlich enge Freundschaft ist entstanden. Schillig. Abseits des Medienrummels und dem Leben im Rampenlicht gibt es jedoch eine Seite von Hasbulla, die der Öffentlichkeit so gut wie unbekannt ist. Der 18-Jährige lebt in weiten Teilen nämlich ein ganz normales Leben, wie die meisten anderen Menschen auch. Dazu gehört unter anderem, dass er sich trotz seiner körperlichen Einschränkungen ganz normal sein Essen kocht, Sucuk mit Ei, seine Kleider auswählt und einer täglichen Fitnessroutine nachgeht. Seine Kleider auswählt. Das ist alles so geschwollen gesprochen. Genau diese Tagesabläufe sorgen unter anderem dafür, dass Hasbulla so warum ist der so sauer? Erfolgreich ist. Aus diesem Grund wollen wir zum Abschluss noch kurz auf die Gründe für Hasbullas einmalige Erfolgsstory eingehen. Denn auch wenn viele denken, warum hat er einen Affen? Es handelt sich hier bloß um ein paar lustige Videos, die zufällig viral gegangen sind, steckt hinter Hasbullas Erfolg mittlerweile eine geniale Herangehensweise. Er schafft es nämlich wie kaum ein anderer, sich auf selbstironische Weise in Szene zu setzen und dabei Themen aufzugreifen, für die sich seine Fans interessieren und die gerade angesagt sind. Das beste Beispiel dafür ist der Kampfsport. So gibt es schon seit einiger Zeit das Gerücht, dass er bald in einem MMA-Kampf gegen den dagestanischen Sänger Abduruchik antreten wird, der übrigens selbst unter einem Wachstumshormonmangel leidet. Alter! Das ist voll krass. Also, das Ding ist, ich wusste es ja selber nicht, dass er halt so alt ist, schon, dass er schon 18 ist. Wenn ich das jetzt einfach im Fernsehen so gucken würde, es wird so durch und man schaltet einfach so ein und man weiß nicht, was abgeht, dann sieht man, wie sich so zwei Kinder schlagen. Man ist doch erstmal richtig verwirrt, oder? Aber es ist halt legal, weil beide schon über 18 sind. Ich fände es krass, wenn die zwei gegen den Typen in der Mitte kämpfen würden. Und die beiden haben Messer. Nein?
Okay, deutsche Mickey gegen Trimax. Für diesen Kampf inszenierte Hasbullah sogar eine Pressekonferenz, in der er sämtliche Klischees bediente, die man normalerweise nur aus echten Pressekonferenzen im Kampfsport kennt. Er beleidigte unter anderem seinen Gegner, ging nah an sein Gesicht heran und ließ es sogar kurz so aussehen, als ob er auf ihn losgehen würde. Zwar wurde diese Pressekonferenz auch von einigen russischen Sportbehörden kritisiert, da sie die Sorge hatten, dass ein solcher Kampf nur zur Belustigung der Zuschauer beitragen würde. Insgesamt ist sie jedoch das perfekte Beispiel für Hasbullahs geniales Erfolgsrezept. Durch seine Selbstironie. Halt, kannst du bitte mein YouTube-Kommentar. Kannst du bitte meinen YouTube-Kanal abonnieren? Nein. Ironische Art ist es für ihn nämlich kein Problem, sich in Situationen zu zeigen, in denen er zwar oft unbeholfen wirkt, dabei jedoch für lustige Momente sorgt. Er ist sich zu 100% über sein kindliches Aussehen bewusst und schafft es mit diesem Wissen mal um mal Videos zu machen, bei denen es extrem wahrscheinlich ist, dass sie viral gehen werden. What the fuck? Natürlich kann am Ende jeder davon halten, was er will. Ich find's nice, ich find's cool. Buddhas Selbstdarstellung ist bei genauerer Betrachtung jedoch weit mehr als ein paar kurze Videos. Und ich glaube, der wird mich sogar im 1 gegen 1 besiegen. Der Kleine? Natürlich, der schlägt mir einmal in die Eier und dann bin ich am Boden, schlägt der immer weiter auf meinen Kopf für mich. Hä? Der kommt nicht an deine Eier. Natürlich kommt er meine Eier. Meine Eier sind 1 Meter. Die hängen auf genau 1 Meter. Ich habe ausgemessen. Meine Eier hängen genau auf 1 Meter. Sie verfolgt ein Konzept, das perfekt aufzugehen scheint und Hasbullah innerhalb kürzester Zeit... Musst du im Erwachseneneintritt zahlen oder nicht? Hat gerade jemand im Chat gefragt. Ja, natürlich, der ist 18. ...zu einem weltweiten Star mit luxuriösem Privatleben gemacht hat. Und das war's auch schon mit unserem Video über Hasbullah Magomedov. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr über das alles denkt und ob es für euch okay ist, Hasbullahs Content witzig zu finden. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert. Ich habe mal einen Kommentar geschrieben, dass es okay für mich ist, damit wir es wissen. Das ist ganz wichtig. Hasbullah Magomedov, so heißt der nicht. Der heißt nicht Hasbullah Magomedov.